Mal, wobei zwei Stück. Ne, eine reicht da auch. Als Zeichen der Unabhängigkeit reicht eine. Dass diese Schiene einzeln leben kann, ohne auf andere hören zu müssen. Wollen wir das nicht alle? Eine einzelne Schiene sein. Ich glaube nicht. Ich wollte noch nie eine Schiene sein. Ich wollte nicht, dass andere mit spitzen Rädern auf mir herumfahren, von mir gelenkt werden. So, sehr gut. Das heißt, wir können eigentlich den kompletten Bereich hier jetzt vernichten. Was haben wir uns damals Mühe gemacht, das hier alles aufzubasteln? Wobei, haben wir das? Haben wir uns Mühe gegeben damals? Nee, ne? Ein bisschen vielleicht. Das vereinfacht die Schienenstrecke aber wirklich enorm jetzt hier. Muss ich ja mal sagen. Schwupps. Yay. Vor allem, ich hoffe mal, dass sie dadurch wirklich nutzbarer wird, effizienter wird. Und zurück. Wuhu. Ja, sieht gut aus. Ja, sehr gut. Man hält da, wo man halten sollte. Finde ich gut. Also finde ich echt gut. Hier muss noch eine Endertruhe hin. Obwohl, die nächste ist ja hier erst. Aber damit man das Minecart da reinschmeißen kann. Wir haben ja noch ein paar davon über. Irgendwo. Achso, die Endertruhe ist in der Endertruhe. Logischerweise. Ich hoffe, euch gefällt diese neue Konstruktion hier. Dass es jetzt so aussieht. Die hätte man hier unten, warte mal, ne? Da hätte man das hinmachen können. Oder die Endertruhe da. Dass man hier eine normale Truhe hat und in der anderen eine Endertruhe. Das wäre auch mal lustig. Das war sowieso mein Inventar, von daher schmeiße ich das mal eben voll hier. Dann werden wir zwar hier mit unseren Wollgeschichten ein wenig mehr Platz brauchen, glaube ich. Weil im Moment geht's noch. So. Wie sieht das aus? Gut, ne? So viel Veränderung hier. Wirklich viel Veränderung. Könnte eventuell die andere Truhe dann wegnehmen, aber es ist eigentlich egal. Wir haben da ja genug von, oder es ist ja eigentlich egal, wie viele man davon macht. Also können wir uns alles hier nehmen, was wir für eine Exkursion bräuchten, ne? Bräuchten wir nicht erst da hinten hinlaufen. Passt dann bestimmt schon. So. Ja, die Ordnung. Mussten irgendwie noch hergestellt werden. Ist echt ein bisschen schmal, ne? So einzelne Truhen haben wir selten gehabt in letzter Zeit. Da könnte ich fast die Runensteine da reinpacken. Weil sieht das wirklich gut aus da mit der Endertruhe? Ich hätte die lieber davor stellen sollen. Oder hier in die Ecke oder sowas. Ich mache die nochmal wieder weg. Weil da brauche ich, was brauche ich da? Die kann ich einfach so abbauen, oder? Oder brauche ich das Samthandschüchchen? Behutsamkeit. Ich mach's mal so. Schwupps. Dann knüppel ich die da halt wieder hin. Und die andere kommt. Man kann ja auch da drüber stellen. Ist ja auch lustig. Oh, es geht gar nicht. Machen wir es so. Ist doch super. Kann man da ran? Nee. Ist toll, super. Voll toll. Mist. Ist egal, das passt schon. Hätte man auch da hinstellen können? Ja. Oder das hier ein bisschen. Warte mal, kann man das? Ach nee, der Knopf muss da oben sein, sonst wird das schwierig. Ist egal, es ist super so. Hier kann man dann noch schön ein paar Treppchen hinpacken, dann passt das schon. Habe ich welche hier? Yep. Oder geht das dann? Sehr gut. So, ein bisschen hübscher. Hat was. Es hat was von einem kleinen Thron. Extra für unsere liebste Truhe von Welt. Dahinter könnte ich den Cleanstone auch noch irgendwie austauschen gegen. Da könnte man ein schönes Holz hinzimmern, glaube ich. Das wäre ganz cool. Hätte man da eine schöne Holzfassade. Sieht, glaube ich, ganz schick aus dann.
Tja, und da oben muss auch noch ein bisschen was geändert werden. Finde ich aber sonst nett. Heißt dann, dass hier wieder die Ordnung eigentlich hergestellt werden könnte, wenn man es denn... Na, wenn man es denn könnte. Grüne, grüne. So viel grüne. Hat mir nicht schwarze, genau. Da ist schwarze. Teppich. Hebbig. Ach, ich wollte gerade sagen, warum haben wir so viel Wasser hier? Was ist Farbstoff? So, 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 so. Ende Truhe. Kommen Sie mal dahin. Sehr gut. Ich würde sagen, schmeiße ich die anderen Schienen hier mal wieder rein. Auch mal, sie hingehören, dahin. Sensorschienen haben wir auch noch welche. Lange nicht benutzt. Seit der Erntemaschine nicht. Tja, das wird noch aufgehübscht hier so ein bisschen. Irgendwann mal, ich werde mich mal schlafen legen und dann gucke ich mal im Nether nochmal vorbei. Es wäre vielleicht sogar ganz sinnvoll, wenn die Schienenstrecke direkt zum Nether führen könnte. Also, dass wir da das Portal dann, dass wir da zum Portal hinkämen. Oder wir setzen, naja, das Portal umsetzen wäre vielleicht auch blöd. Es ist eigentlich, der Ort dafür ist eigentlich super. Zumindest rein aus optischer, halbhistorischer Sicht. Das ist da unten schon ziemlich cool. Es wäre halt praktischer, wenn das quasi direkt im Dorf wäre. Aber ich meine, klar, wir können auch mal so 2-3 Meter zu Fuß hier zurücklegen. Das passt schon. Es muss ja nicht nur funktionell sein. Es soll ja auch hübsch sein. Weil jetzt habe ich keinen wirklichen Inhalt mehr hier, ne? Vor allem auch keine Nahrung. Hätte ich mal vorher mir noch überlegen sollen. Ach, guck dir das mal an. Aua! Der trifft mich. Der trifft mich aber sowas von. Ich muss mir dann nochmal eine andere Geschichte überlegen, wie man das hinstellen könnte hier. Ah, guck dir das mal an hier. Sehr gut. Den treffe ich nicht. Aber ich meine, die Menge an Leveln ist doch überschaubar. Nur 21. Aber ich meine, wir waren bei 20 gerade. Ist echt dann doch so wenig? 22. Ist das dann echt doch so wenig, was dabei rumkommt? Von daher wäre es wirklich gut, wenn wir nochmal größere Mengen dann hätten. Und ich muss das hier wirklich noch schmaler gestalten. Damit die nicht hier oben drauf landen, sondern alle da unten. Ich meine, schön, wir waren ein Weilchen in der Gegend. Es hat funktioniert, dass der Monster gespawnt und hier runtergekommen sind. Ich weiß nicht, ob die irgendwie geminderte Erfahrungen geben können, wenn die schon längere Zeit quasi halb tot sind. Oder irgendwas in der Art. Das wäre ein bisschen blöd. Aber ich glaube, ja, 2 Level haben wir jetzt gemacht hier. Also auf der Stufe, wo wir gerade sind. Ich verzauber einfach mal was. Dann sollte es ja wieder schneller gehen. Ne, weil das mit den Leveln geht ja immer langsamer, je höher man tatsächlich oder je höher das eigene Level ist, dass man da mehr bekommt. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel das umgerechnet wird, wie viel das jetzt mehr oder weniger wird. Aber ich war ja schon immer kein Minecraft-Theoretiker. Ich habe halt einfach immer nur gebastelt und gemacht. So, sieht schön aus, wo das wieder vollgeschneit ist hier. Finde ich gut. Auch hier oben ist es eigentlich so weit weggelegt. Also es gibt hier viele, viele Stellen, die halt eher optisch begründet sind, dass die so zu sein haben. Oder rein vom Charakter her. Dass man halt hier Verzauberungstisch hier oben drin hat. Sowas. Praktisch ist es nicht so wahnsinnig. Wenn man es mal so nimmt. 21? Nö, ich hätte gern 22. Bei 21 war schon ganz gut, ne? Das war schon ziemlich hoch. La 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 la. Hallo. Ein bisschen höher, bitte. Wir sind hier nicht beim. Wir sind hier beim Blackjack, da muss es an den 21 rankommen. Hm. 21, machen wir es so. Und Haltbarkeit 3, Schutz 3, das ist natürlich der Knaller. Ich finde es super. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber Haltbarkeit ist zumindest super. Und Schutz klingt mir auch nach was Sinnvollem.
Es klingt so beschützend. Als ob man dann weniger sterben würde. Das, wofür ich eine Rüstung halt eigentlich haben wollte. Eine einsame Fackel steht in der Mitte. Ja, hier müssen wir unbedingt mal weiter basteln. Ich meine, es sieht echt ganz hübsch aus hier oben. Mittlerweile. Ja, auch hier. Gut, das Kreuz sieht man eher selten. Das ist jetzt ein bisschen eingebaut hier, aber naja, passt schon. Da könnte man auch noch was machen. Es gibt so viele Stellen, wo man noch was machen könnte. Ist halt immer die Sache, ne? Wenn man da wirklich in einem Gebiet irgendwas Neues anfängt, dann will man, oder dann muss man da auch die nächsten 10 bis 100 Folgen dann Spaß haben, an dieser Stelle irgendwas zu machen. Ah, sieht doch nett aus hier. Und vor allem halt auch eine Idee haben, die man nicht an anderer Stelle schon so ähnlich umgesetzt hat. Weil einfach nur immer die gleichen Häuser irgendwo hinzimmern, wird dann auf Dauer auch nicht unbedingt spannend. Deswegen wäre es fast schon spannender, so Themenbereiche zu haben. Da hinten ist so ein kleines Mittelalter-Dörflein hier, das haben wir schon. Irgendwie ein bisschen was anderes da noch reinbringen irgendwo. Das wäre auch nochmal ganz praktisch. Oder ganz, ganz angenehm vielmehr. Was wollte ich jetzt genau hier unten? Wahrscheinlich irgendwas Tolles machen. Komm, bevor das hier in Ewigkeiten brach liegt, reiße ich einfach mal die Schienen hier einfach so ab. Ich könnte die mit Wasser theoretisch wegspülen, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Das bringt schon was, aber es geht so ja auch ziemlich schnell. Ja, die Fäckelchen da drin, die lasse ich mal da, aus Solidarität. Auch die haben ein Recht darauf zu fackeln. Habe ich von gehört, zumindest. Man hört hier eine Menge heutzutage. Muss ja immer nicht alles stimmen. Man sollte nicht immer alles glauben, was man hört. Zum Beispiel höre ich davon ein Skelett, das glaube ich aber auch nicht. Das ist, glaube ich, weiter oben. So, da geht es hoch. Da wollte ich hin. Und zwar... Genau, hier war doch was runtergefallen. So, sehr gut. Das, ich lasse es einfach mal da. Wird wir halt sagen können, ja, da war mal was. Na, dass man so ein Andenken hat. Genauso wie man alle Creeper-Löcher einfach mal da lassen könnte. Aber es wäre dann auch immer ein bisschen anstrengend. Weil einfach mal die komplette Erde weggesprengt ist. Überall. Die ganze riesige Minecraft-Welt ist einfach mal weggesprengt worden. In allen seinen Punkten. So, haben wir das auch? Das ging ja echt fix. Was für Holz hätte ich denn da gerne hinter? Eigentlich ja gerne was Helles. Sieht denn edler aus, oder? Wir können mal schauen. Ja, der wird geröchelt hier. Ich finde es ja immer noch... Ich mag das Birkenholz ja, oder mag allgemein das helle Holz hier. Auch in anderen Texturen-Packs oder Ressourcen-Packs ist es ja noch mal ein bisschen heller. Hat mir immer gut gefallen bisher. Hat sowas leicht Edles. So richtig knallerotes Holz wäre auch mal noch mal nett. Also da wäre wahrscheinlich Tropenholz dann am ehesten. Aber ich finde halt die Maserung hier nicht so wirklich toll. So. Oder man macht da auch noch einen Glowstone rein oder sowas. Hinter die Truhe vielleicht. Ich denke mal, so geht's auch erstmal. Das ist doch schick. Ich finde das super. Ja, doch, ziemlich. Die Musik ist schon wieder zu Ende. So. Da oben muss, also hier an der Seite, es muss noch anders. Da könnte man noch einen Balken hier vorne oder sowas hinstellen. Sehe das aus? Oh. Huch. Ja, so zumindest nicht. Aber an sich geht das schon. Ist zwar noch mehr Holz hier drin, aber passt schon. Hier hin. Ist ja nicht so, dass wir einen Holzmangel hier irgendwo hätten. Sieht das nach was aus? Ja, ne, es geht schon. Solange ich da keinen Balken jetzt da oben noch drüber ziehe, sollte es gehen. Es muss irgendwie auf gewisse Weise edel aussehen. Gut aussehen.
wertvoll, als ob das schon immer so hätte sein sollen. Nicht so steinern hier. Was haben wir denn hier Schönes? So ein Lapisblock vielleicht? Das wäre mal abgefahren, übertrieben. Weil auch da hätte man das dahinter mitmachen können. Wie sieht so ein Block denn aus? Daraus die Rückwand, das wäre mal cool. Warte mal, ist so schön das Holz auch ist. Ich muss das mal testen. Das ist doch super. Zumindest in diesem Texturenpaar gerade. Wahrscheinlich wird es bei anderen dann auch nicht mehr so aussehen. Oder man macht in der Mitte hier das halt so. Und außenrum das Holz, dann das würde sogar noch besser passen, glaube ich. Oder? Ich meine, Holz haben wir eigentlich überall. Mal so gesehen. Ich mach das einfach mal mit den Lapisblöcken hier. Einfach mal, weil ich so abgefahren crazy gerade mal bin. So. Ah, ist doch schick. Oder man hätte den unteren Bereich da auch draus machen können. Oh, ich bin gerade ein wenig verliebt. Also sehr wenig verliebt. So, kann ich das bitte aufnehmen hier? Da war doch noch ein Slab. Wo ist er hin? Ach, da. Da oben hin wäre schön, da Holz hinmachen. Ja, geht auch theoretisch. Könnte man auch dann wieder mit Schrägen machen hier. Das sind alles so Kleinigkeiten jetzt hier wieder. Es soll ja auch nicht vollkommen dämlich aussehen. Soweit es denn möglich ist zumindest. Ja, tipptopp. Sehr gut. Kaufe ich. Man kann noch eine Sache machen. Und zwar habe ich Zäune. Ein Zaun. Wow. Da, ich melde gleich Unabhängigkeit an. So reich bin ich. Ja, hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Wobei, ich kann, wenn ich doch den zweiten da mache. Oder habe ich nicht noch Zäune hier unten irgendwo? Da nicht. Warum sollten da auch welche sein? So, ich habe bestimmt noch ganz viele Zäune, aber ich mache die immer so gerne. So, schwupps. Zack. Ja. Hm. Ich finde das nett hier. Als neue Station. Ich finde, das hat was. Bisschen dunkel noch. Man hätte hier unten, weiß ich nicht. Ich bin ja immer geneigt, dann ganz viel Glowstone irgendwo reinzubasteln. Aber ich denke mal, es geht schon so. Sieht auch von hier ganz nett aus, wenn man da lang latscht. Ich finde das gut. So, deswegen mache ich jetzt hier Schluss. Ich lege mich gleich in der Haya. Tja, lieber Hund, du hast ein wenig gelitten, aber das ist kein Problem. Wir leiden noch alle hier in diesem Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr auch gelitten habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Tschüssi!